Alle guten Dinge sind drei. Das Highlight des Wochenendes auf hauptstadtsport.tv. Damit bahnt frei für den Renntag Nummer 3. Schafft Cash Hanover den Einzug ins Derby-Finale? Kann er sich damit die Chance auf die legendäre Dreifachkrone wahren? Und wen muss man noch auf dem Zettel haben? Die Antworten aus den Vorläufen gibt's jetzt. Klarer Favorit im ersten Vorlauf war Floyd Fortuna mit Fahrer Konrad Lugauer. Der Start lief ganz gut beim braunen Hengst. Position 2 würde ja reichen für den Finaleinzug. Ganz vorne machte es sich Halver von Haitabu gemütlich. Fahrer Thomas Panschau mit der Nummer 1 eigentlich kein Kandidat für den Sieg. Auf der ersten Geraden wurde er überholt von Falcon Dragon und Fahrer Hugo Langeweg. Rein in die Zielgerade. Floyd Fortuna weit abgeschlagen und vorne... Auf einmal kam die Nummer 1 nochmal. Pancho und sein Pferd zogen nach außen und vorbei an dem Führenden. Sieg für den Außenseiter. Ich habe im Stillen habe ich schon damit gerechnet, weil ich wusste immer von den Qualitäten von meinem Pferd. Und heute lief es alles optimal bis 100% perfekt. Und von daher hat er das umgesetzt, was ich mir von ihm immer versprochen habe. Auf geht's ins zweite Rennen. Hoch gehandelt Tokai mit Gerhard Biendl im Sulky und Ferrari Kiewitzhof mit Robin Backer. Und gleich im ersten Bogen war es mal so richtig spannend zwischen den beiden. Tokai zunächst vorn, aber sein Gegner taktierte nicht lange und griff sofort an. Mit enormer Geschwindigkeit ging's außen vorbei für Ferrari Kiewitzhof. Danach kontrollierte er den Lauf von vorne. In der Zielgerade noch einmal der zaghafte Versuch von Tokai, aber keine Chance. Gegen dieses starke Pferd war heute kein Kraut gewachsen. Ferrari Kiewitzhof für das Finale nächste Woche ein ganz heißer Tipp. Ja, ich sehe positiv aus nach nächster Woche und der hat mir sehr gut angefühlt heute und ja, hoffentlich können wir im Finale alles machen, was der, ja, dass wir hoffentlich können wir im Finale gewinnen. Nächster Vorlauf, nächster Favorit. Und zwar Flashback mit Fahrer Hugo Langeweg. Und der zeigte der Konkurrenz gleich mal, wo es lang ging. Position 1 nach dem Start. Hinter ihm Michael Nimczyk. Neben ihm Rob de Vlieger, der im Bogen abreißen lassen musste. Keine Veränderungen bis zur Zielgeraden. Flashback nicht aufzuhalten, aber dahinter gab es richtig Action. Fox Dragon mit Fahrer Mike Esper mischten hier noch einmal alles auf. Von Position 4 ging es nach außen und dann nach vorne, Platz 2. Und das heißt Finale. Entspannter war es für den Sieger. Ja, das war ganz einfach. Zweite Halb habe ich ein bisschen ruhig gefahren. War schon gut fit hinter mir. Und nächste Woche muss die Finale laufen. So auf 15. Zeit ist glaube ich, gut. Das sportliche Niveau hier sehr hoch, schon in den ersten drei Vorläufen haben wir gesehen. Jetzt ist Mariendorf natürlich nicht nur Sport, es geht auch um Wetten. Deswegen sind wir hier bei Gregor im Wettbüro. Gregor, sag mal, wie ist es denn bisher? Haben die Leute Bock zu wetten? Ja, auf jeden Fall sehr. Ja, die haben Bock zu wetten, auf jeden Fall. Also wir haben hier sehr viele Stammwetter natürlich, die immer auf der Rennbahn sind, aber auch viele Neulinge, die noch nie hier waren beim Derby. Und es macht halt Spaß, ihnen es halt zu erklären, auch so kleinere Leute, also sogar noch Kinder, die mit ihren Eltern hier sind und die sind auch total begeistert und so. Also macht schon Spaß und die Leute auf jeden Fall Bock zu wetten, ja. Jetzt haben wir als absolute Laien erfahren schon, Cash Hanover im dritten Vorlauf jetzt ist einer der Top-Favoriten mit Thorsten Tietz. Was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir jetzt auf ihn wetten oder sollen wir mehr Risiko gehen und auf einen Außenseiter setzen? Na, ist halt die Frage, ne, wie viel sie halt gewinnen möchte. Ne? Also klar, Thorsten Tietz ist halt der Ausfuhrfavorit. Wenn sie halt auf ihn wetten, ist halt die Gewinnwahrscheinlichkeit ziemlich hoch, aber dafür halt der Gewinn ziemlich klein. Ne? Also halt mehr Geld gibt es halt auf den Außenseiter, ne? Ganz klar. Ja, dann gucken wir uns das mal an, was wir machen. Wir werden auf jeden Fall unser Portemonnaie heute mal auf den Tisch klatschen und gucken, wie es ausgeht. Aber Mariendorf natürlich, Sport, Wetten, aber hier gibt es natürlich noch mehr. Also gucken wir uns das mal an. Sie hat einen klassischen, die beiden mögen es ausgefallen, sie bleibt auf der sicheren Seite und er ist der Typ Old Fashioned. Außergewöhnliche Hüte haben an der Rennbahn eine lange Geschichte. Beim Royal Ascot, einem der traditionsreichsten Pferderennen Englands, wird der Mut zum Kopfschmuck ganz besonders ausgelebt. In jüngster Vergangenheit hat ihn Queen Elizabeth II. Sogar in der Kleiderordnung vorgeschrieben. Na klar, Berlin ist da offener, trotzdem ist die Bedeutung von Hüten auch in Mariendorf sehr groß. So groß sogar, dass extra ein Wettbewerb ausgerufen wurde. Mitglied der Jury, Olga Hoffmann, aktuelle Miss Germany.
ich sag mal so, ich trage auch sehr gerne Hüte. Aber das, was ich jetzt heute gesehen habe, ist sehr außergewöhnlich, aber sehr, sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Wettbewerb. Und so hieß es für die Damen von Welt: Hut auf, anmelden und Daumen drücken. Wer noch keinen passenden hatte, konnte sich übrigens auch vor Ort einen kaufen. Je nach Kleidung kann man variieren und nach Geschmack. Und deshalb gehören Pferde und Hüte eigentlich sowohl in England als auch in Mariendorf zum Pferderennen. Die Entscheidung im Wettbewerb dann genau wie auch in den Rennen im Zielbereich der Bahn. Nochmal eine letzte Windprobe für alle und dann stand die Gewinnerin fest. Das ist natürlich eine ganz, ganz besondere Ehrung, ne? wenn man da so viel Liebe reinsteckt und so viel Herzblut. Und es ist mein Beruf und meine Leidenschaft und es ist ganz toll für mich. Liebe und Leidenschaft, ob für Hüte, Pferde oder Wetten, die Derbywoche ist weit mehr als ein normales Sportevent. Und alles andere als normal war auch dieses Rennen. Ganz Deutschland schaute auf den Vorlauf mit Lokalmatador Thorsten Tietz und seinem Klassehengst Cash Hanover. Edbert Toddington-Rennen gewonnen, Buddenbrock-Rennen gewonnen. Die Erwartungen waren hoch, die Quote niedrig. Am Start gab es erstmal noch kein Kommando-Volldampf. Cash Hanover im Windschatten von Say Goodbye und Nikai. Dann der Angriff auf der ersten Geraden. Tietz zog nach außen und ging am ersten Konkurrenten vorbei. Im Bogen war dann der nächste fällig. Längerer Weg, trotzdem höheres Tempo. Dieser Hengst zeigte seine Stärke. Tietz jetzt von vorne fahrend. So ging es um den Schlussbogen. Doch einer hatte etwas dagegen. Fahrerfuchs Heinz Wevering und sein Pferd Nikai packten nochmal einen aus. Ganz enges Ding. Aber Cash Hanover einen Tick früher im Ziel und damit im Finale am nächsten Wochenende. Eines wurde durch dieses Rennen aber klar, ein Selbstläufer wird das nicht. Die Vorlaufsieger waren bis jetzt alle gut. Ich muss sagen, Ferrari Kvitzhof hat mich überzeugt. Er ist sehr leicht mit der Startnummer 8 nach vorne gekommen und hat das Rennen ganz leicht nach Hause gelaufen, unangefasst. Und es wird nicht so leicht wie im Vorlauf. Also es ist schon... Ist schon ein harter Brocken, aber dafür gibt es ja auch viel Geld und es ist nun mal das Derby, ne? Da kriegt man nichts geschenkt. Abschluss dieses Wochenende war die offizielle Auslosung der Startplätze für das große Finale am kommenden Wochenende. Wir sind dann ab Donnerstag natürlich auch wieder am Start und zeigen euch die besten Bilder der letzten Derby-Tage. Und wer bis dahin nicht genug bekommt, schaut einfach bei uns vorbei. Ab Montag berichten wir nämlich täglich von den European Maccabi Games live aus Berlin. Also klickt rein und bleibt sportlich. I know it's cold.